Übrig bleibt eigentlich nur die eigenen Gedanken, also was einen selber ausmacht. Gut, auf Reisen lernt man auch viele andere Leute kennen, aber ich habe auch für mich selber gelernt, dass man sich eigentlich selber kennenlernt. Hi, ich bin der Burak, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Duisburg und ich habe hier diesen netten Charan umgebaut als Camper, damit ich damit im Urlaub auch reisen kann und ja, ab und zu auch mal mit Kollegen am Rhein meinen Tee schlürfen kann. Für mich war auch halt wichtig, dass ich das als alltagstaugliches Fahrzeug verwende, zur Arbeit fahren kann und auch einkaufen derartiges. Und das ist das Ergebnis. Der Sponsor des heutigen Videos ist Blinkist. Ich wollte dieses Jahr viel verändern und mich weiterentwickeln. Und ich weiß, nur wollen reicht nicht. Das Lesen von Sachbüchern ist dabei hilfreich, aber auch sehr zeitintensiv. Und da kommt Blinkist ins Spiel. Stellt euch vor, ihr könntet jeden Tag ein Sachbuch lesen. Welche Veränderungen in einem Jahr möglich wären? Die App Blinkist liefert euch die Kernaussagen aus mittlerweile über 5500 Sachbüchern, zusammengefasst in jeweils ca. 25 Minuten zum Anhören oder auch zum Lesen auf Deutsch und auf Englisch. Eine Empfehlung von mir ist der Blink von der 1%-Methode von James Clear. Blinkist unterteilt in verschiedene Blinks, ähnlich den Kapiteln des ursprünglichen Buches. Ein berühmtes Beispiel dafür war Gründervater Benjamin Franklin. Der gewöhnte sich bereits mit 20 an, Buch über sein Benehmen zu führen. Darin notierte er, wie beharrlich er sich an seine 13 wichtigsten Werte hielt, wie etwa der Vermeidung übler Nachrede. Franklin nahm sich jeden Abend Zeit, seine Erfolge zu dokumentieren. Ihr könnt sogar mit Blinkist Connect eine zweite Person zu eurem Premium-Album dazufügen, die dann ebenso Zugriff auf alle tollen Features von Blinkist hat. In der Videobeschreibung habe ich für euch einen Rabattcode und noch mehr Infos zur App. Ich habe mich hier für den VW Charan entschieden, weil für mich halt wichtig war, dass das mit den, ja, von den Maßen her passt, weil auf Parkplätzen kann man damit campen, was eine feine Sache ist, weil man nicht unbedingt Geld für einen Campingplatz ausgeben muss und man auch auf die Art und Weise unerkannt bleibt. Ja, und zu dem Fahrzeug selber, das ist ein 2.0 Benziner. Ja, manche wundern sich, dass das kein Diesel ist, aber tatsächlich ist das ein Benziner. Verbrauchen tut der mir etwas mehr, als mir lieb ist, aber hält sich im Rahmen. Und nachdem ich bemerkt habe, okay, der ist doch in Schuss, Motor in Ordnung, habe ich angefangen zu planen und den letzten Endes auch auszubauen. Ja, gedauert hat das insgesamt circa 3 Monate und gekostet hat mich der Spaß circa 1500 Euro. Ja, es gab mal ein Zitat, das ich gehört habe. Der Himmel ist viereckig, sagte die Maus in der Kiste. Und ich habe dann irgendwann für mich selber herausgefunden, dass meine Perspektive schon ziemlich eckig ist. Und deswegen ja, habe ich versucht, Neues zu entdecken, Neues zu erblicken. Und deswegen habe ich angefangen, diese Kiste zu perforieren, sage ich mal, damit ich so einen Durchblick in die Welt habe. Ja, und das Loch, was in Richtung Natur geschaut hat, das hat mich schon relativ stark interessiert gehabt. Und daraus wurde auch schnell eine Leidenschaft, hat angefangen, indem ich mich mit anderen Freunden, halt Gleichgesinnten, in Richtung Wald begeben habe. Hat angefangen mit Spaziergängen, mit Joggen. Ja, und durch die Hingabe zur Natur, sage ich mal, hat sich dann so eine Lust zum Reisen entwickelt, weshalb das auch unumgänglich war, dass ich auch so einen Camper mir anschaffen wollte. Und ja, letzten Endes kam das halt dazu. Am Anfang hat man halt die Überlegung gehabt, ja gut, so ein Wohnmobil, so ein übliches Wohnmobil, was man kennt, zu kaufen, am besten erster Hand sogar, neuwertig und ja, dann schaut man auf die Preisliste und da ist man schon mal baff, ne? Man kennt ja die Preise und da war der Traum eigentlich auch relativ schnell geplatzt, weil man hat einfach nicht das Geld und die Zeit auch nicht dazu. Ja, und die Gedanken, die schwirren aber trotzdem noch im Kopf herum, weshalb ich es einfach nicht sein lassen konnte, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, vielleicht doch irgendwie einen Camper mir anzuschaffen. Dann kommt man schnell auf Gedanken wie zum Beispiel, ja, muss ja nicht unbedingt erste Hand sein, kann ja auch Secondhand sein. Und dann überlegst du dir, ey, warte mal, muss ja nicht mal ein Wohnmobil sein, kann ja einfach ein Sprinter, Transporter, irgendwas sein, den du dann selber umbaust für günstiges Geld. Ja, und da war ich eigentlich schon auf der Fahrzeugsuche an sich. Dann habe ich überlegt gehabt, was für ein Fahrzeug. In Frage kam dann eigentlich der Caddy. Oder was war das noch? Was gab es noch für Modelle? Also Caddy, Kangoo, diese kleinen, wie nennt man die, kleinen Kastenwagen oder kennt man ja, ne?
Ja, und den Charan hatte ich an sich eigentlich nicht im Sinne. Der ist irgendwie zufällig aufgetaucht zwischen den Anzeigen und hat mir gefallen. Habe ich mir ein Bild ausgemalt im Kopf, ob das vielleicht hinhauen könnte oder nicht. Ja, hat so einigermaßen gepasst und so kam das halt, dass ich das Fahrzeug geholt habe. Dann bin ich dann erstmal, wie gesagt, Probe gefahren. Nachdem ich zufrieden war, Motor lief, alles prima, habe ich mir eine Planung gemacht. Und bei der Planung ist wirklich wichtig, also wie soll ich sagen, langsam ist der schnellste Weg zum Ziel. Da muss man wirklich alles durchdenken, also was heißt alles? Vieles durchdenken, damit das auch reibungslos klappt. Und man muss sich wirklich im Camper vorstellen und die Planung so organisieren, dass das auch realitätstreu ist. Also der soll schon wirklich auf die Person selber abgestimmt sein. Wenn ich zum Beispiel nicht unbedingt im Camper Entschuldigung, sitzen möchte, dann brauche ich ja nicht unbedingt hier diese Entfernung vom Lattenrost. Da kann ich ja hier ein durchgehendes Bett haben, habe ich mehr Stauraum und gut ist. Aber ist halt individuell und ja, dann kommt so was Schönes zustande. Äußerlich habe ich nicht so viel verändert. Wie man erkennen kann, habe ich da eine Dachbox drauf geklatscht. Wichtig war halt, dass das die Original-Dachbox vom Charan ist, weil man diese Querträger nicht hat zwischen den Railings, sondern die Dachbox direkt auf die Railings dann montiert wird. So ist man immer noch unter 2 Meter und hat eigentlich auch bei Tiefgaragen und auf Fähren keine Probleme, da reinzukommen. Da habe ich drin auch eigentlich mächtig Stauraum. Ja, so Krimskrams, den ich jetzt nicht so oft benötige, habe ich da alles reingeschmissen. Momentan sind noch ziemlich leer, aber wird normalerweise voller. Ja, zum Thema Belüftung, wie ich das mache, habe ich hier diese Windabweiser integriert. Die sind immer verdammt praktisch, weil man die auch im Regen benutzen kann. Und aber auch allgemein, dass da jetzt keine Langfinger reinkommen. Ja, und zudem habe ich noch diese Lüftungsgitter mir zusammengebastelt gehabt. So, die kommen seitlich an die Fenster dran, indem ich das Fenster einmal runtersetze, das reinstecke und wieder leicht anhebe das Fenster. Dann habe ich hier hinten verbaut diese PC-Ventilatoren, die man auch kennt, die dann über USB betrieben werden, verbrauchen auch verdammt wenig Strom und sorgen für gute Umluft. Also zu Hause habe ich es ehrlich gesagt nicht so gemütlich, wie es hier scheint, denn ja, wo ich halt recherchiert habe, wie ich meinen Camper gestalten soll, etc., da habe ich mich schlau gemacht durch Pinterest, YouTube und sonstiges. Und diese ganzen Verzierungen, hier, sei es zum Beispiel hier das ganze Seil oder mit den Makramees, habe ich mir eigentlich alles abgeguckt, muss ich zugeben. Ja, es steckt zwar auch viel Eigenarbeit dabei, aber ja, den Kopf einzuschalten tut ja nicht weh, ist auch kostenlos, sollte man auch machen, aber ja, wenn man dieses Auge fürs Detail nicht hat, kann man sich auch einiges abgucken, denke ich mal. Leben tue ich in dem Fahrzeug nicht, auch nicht Teilzeit, eher hobbymäßig. Ja, wenn ich mal auf Urlaub, auf Reisen bin, derartiges, oder wenn ich mit Freunden am Rhein chille und ja, einfach mal die Schublade raus und hier so einen köstlichen Tee genießen. Macht auch Spaß. Beruflich bin ich Vollzeit beschäftigt, arbeite im Büro als Bauingenieur in der Wärmedämmbranche, Wärmedämmverbundsysteme. Oder schlicht gesagt Fassadendämmung, wie man es halt kennt. Von Neubauten kennt man ja diese styroporartigen Dinger, die ja an der ganzen Fassade entlang sind. Das machen wir. Und ja, ich habe ein festes Arbeitsverhältnis, deswegen ist das eigentlich schwer, nahezu unmöglich, in so einem Camper zu leben. Von der Größe her wird das eigentlich so, denke ich mal, auch nicht passen. Also wenn ich vorhätte, Vollzeit zu leben, dann müsste schon was Größeres her. Und wenn man mal auf Reisen ist, befindet man sich ja stundenlang hier in der Fahrerkabine. Und deswegen habe ich gesagt, ey, mach mal auch vorne was. Ja, von der Optik her habe ich hier mir was über einfallen lassen. Und zwar, dass ich hier so ein Jutegewebe draufgestülpt habe. Und ansonsten habe ich hier noch eine Ablage aus Holz auch selber angefertigt für Krimskrams und sonstiges. Da habe ich noch echte Pflanzen. Hoffentlich gehen die mir nicht ein. Mal gucken, ob die überleben werden, aber die Chancen stehen ja weniger gut. Ja, und noch als Dekozweck habe ich noch so ein Bärchen hier und hier meine Weltkugel. Mit Holz wollte ich vorne auch arbeiten, da das Material an sich mir ziemlich gut gefällt. Habe ich hier einiges draufgeklebt an Holz und mit Seil verziert. Und hier an der Tachoscheibe kann man vielleicht auch nochmal mit draufnehmen.
dass ich nochmal mit Holzelementen gearbeitet habe und auch hier mit dem Seil als Umriss quasi, als Abrundung. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, hat auch was, finde ich, weil man ist wirklich stundenlang hier vorne und der ganze Spaß, der da hinten eigentlich ist, den kann man sich ja nicht ständig anschauen. Deswegen fand ich das als coole Idee, wenn ich vorne auch so, so eine bestimmte Kulisse habe. Falls man sich überlegt, ob das Camperleben was für einen ist oder nicht, man muss ja nicht unbedingt groß starten, man kann ja klein anfangen und für günstiges Geld kann man sich auch einiges leisten, kann ja auch Altholz sein oder derartiges. Und ganz ehrlich, man muss ja nicht unbedingt so einen Ausbau aus Holz machen, man kann ja eigentlich Sitze raus, Matratze rein, schon ist es ein Camper, also mehr ist das ja eigentlich nicht. Und dann mal übers Wochenende irgendwo hinreisen. Und was das Camping an sich auch ausmacht, ist eigentlich, dass es ja so einfach ist und primitiv. Deswegen soll man da auch keinen Luxus erwarten, da einfach rein, irgendwelche Materialien, die bei dir zu Hause im Keller liegen oder sonst wo, was herbeizaubern, irgendwas basteln, irgendwas kommt da schon bei rum. Wichtig ist halt einfach, ein bisschen Mut zu zeigen. Mut ist ja nichts anderes als überwundene Angst. Das schafft man schon irgendwie. Was mir beim ersten Camper nicht ganz so gut gefallen hatte, war, dass ich hier meine große Küchenzeile hatte. Das Bett eigentlich so, wie es jetzt auch ist, aber nur mit dieser Küchenzeile hier am Rand. Das nimmt schon sehr viel Platz weg. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden gehabt, die Küche als Zeile ausziehbar zu haben. Was definitiv viel praktischer ist als die alte Variante. Weil kochen tut man sowieso draußen und von daher ist das jetzt egal, ob man die drin hat oder als Schublade. So, ist zwar etwas unaufgeräumt, aber so ist das halt im echten Camperleben. Ja, hier draußen habe ich fest integriert meinen Ofen. Ein Schlauch führt dann unterm Bett hindurch zu diesem kleinen Schränkchen hier. Da habe ich dann drin meine große Gasflasche, die auch vollkommen ausreichend ist. Drin habe ich nochmal Besteck an der Seite, was da auch eine unangenehme Geräuschkulisse erzeugt. Also meine erste Tour war die England-Tour mit meinem Bruder zusammen. Das war so eine Schnuppertour, damit ich erstmal schauen kann, okay, ist das Campingleben was für mich oder nicht. Und muss ich sagen, das hat mir auch schon ziemlich Spaß gemacht, weshalb ich dann schon da meine zweite Tour geplant hatte. Ich hatte dann gewartet, bis allmählich der Sommer kam und ich wollte dann nach Norwegen, weil ich eben keine Standheizung habe, konnte ich halt nur im Sommer dahin. Ja, und wo die Zeit dann gekommen ist, bin ich dann direkt losgeflitzt in den Norden und habe auch da die Aussichten dann als erkundet genossen gehabt. Ja, in Norwegen war ich dann für 2 Wochen, bin dann auch relativ entspannt gereist bis dorthin und ich muss sagen, man muss schon wirklich ein Naturliebhaber sein, um mit dem Auto Norwegen erkunden zu wollen, weil da hast du zwar wundervolle Ausblicke, aber da bist du auch tagelang am Fahren, ne? Das muss man auch mit einplanen und ja, wenn man unbedingt nach Norwegen will und diese stundenlange Fahrt eher vermeiden möchte, dann lieber dorthin fliegen und vielleicht da eine Unterkunft finden oder halt ein Auto mieten, dementsprechend ist. Aber ne, ich habe die Fahrt auch an sich selber sehr stark genossen. Diese ganzen Aussichten, Ausblicke, die waren einfach verdammt geil. Ja. Besonders wichtig für mich war halt auch, dass ich in dem Camper selber eine Sitzmöglichkeit habe. Deswegen habe ich hier das Lattenrost getrennt gehabt. Das kann ich auch hier wieder rausziehen. Für die Nacht zum Schlafen. Damit man auch ordentlich Platz hat. Das stülpe ich hier so drauf, dann ist das auch bombenfest. Ja, dann die Lehne hier rein und schon hat man eine nette Schlafmöglichkeit. Ist auch völlig ausreichend. Also ich habe hier ungefähr an der breitesten Stelle habe ich 1,50 Meter ungefähr und von der Länge her 1,90 Meter. Für meine Verhältnisse passt das eigentlich ziemlich gut. Und das ist auch wieder schnell beiseite gelegt. Und zurückgebaut. Hier habe ich auch eine Möglichkeit zu essen oder ja, irgendwas zu schreiben, sonstiges zu lesen. So als Tisch benutze ich das und in der Nacht halt als, ja, als Sichtblockade, damit mich von außen auch ja keiner sieht.
Also so ein kleiner Traum hat sich schon entwickelt, so auch in Richtung Freiheit, sage ich mal. Diese Unabhängigkeit, die genießt man doch schon sehr stark. Und ja, nachdem ich halt den Camper ausgebaut habe und gemerkt habe, okay, die Finger können schon einiges, habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt, vielleicht eventuell, wenn es möglich ist, mein eigenes kleines Haus zu bauen. Zum einen, weil man sich halt jahrelang Kredit abzahlen spart. Und zum anderen auch einfach dieses Gefühl, das zu wissen, dass man das selbst gemacht hat, ist schon sehr befriedigend. Das, was am meisten Spaß macht, ist eigentlich das Gefühl von Freiheit und Ungewissheit. Man hat zwar ein gewisses Reiseziel vor Augen, eventuell, also bei mir ist das der Fall. Ich versuche das möglichst gut einzuplanen, bevor ich losfahre. Aber das, was man auf der Reise tatsächlich erlebt, das ist halt ungewiss. Und das ist dieser Reiz, nach dem ich halt sehne. In dem Camper habe ich auch eine Möglichkeit zum Duschen. Und zwar habe ich hier meinen Duschkopf. Schlauch verläuft unter der Abdeckung bislang zum Wassertank, der unter dem Bettgestell ist. Und bis hierhin führt dann mein Kabel, was an einem Akku sich befindet. Wenn ich diesen betätige, kurz gedrückt halten, da kommt auch schon Wasser. Tada. Und zum Thema Duschen, das würde ich jetzt auf dem Parkplatz eher ungern bevorzugen. Lieber im Wald, wo man ungestört ist. Ja, im Notfall habe ich ja trotzdem meinen Duschvorhang, den ich auch nutze, aber nee, auf dem Parkplatz lieber nicht, eher im Wald, wo man ungestört ist. Das macht die Sache schon mal einiges bequemer. Also die Erfahrung, allein zu reisen, die wollte ich schon einmal durchlebt haben, weil da ist man wirklich allein mit seinen eigenen Gedanken und da findet man sich wirklich selbst, lernt sich selber von neu kennen quasi. Und also langfristig würde ich das ungern wollen, weil da spürst du schon, vor allem wenn du mehrtägig unterwegs bist, dass man doch schon des Öfteren Langeweile bekommt. Deswegen, also die Tour mit meinem Bruder hat schon in der Hinsicht mehr Spaß gemacht. Allein dieser Austausch, diese Interaktion, die man ständig hat, die fehlt einem doch schon. Obwohl man halt auf der Reise selber Leute kennenlernt. Aber nee, mit jemand anderem zu reisen, würde ich lieber bevorzugen. Definitiv.